Gott sagt eigentlich, das ist ganz logisch, Leute. Wenn ihr in die Firma so und so investiert, dann wird die groß werden. Wenn ihr in das und das investiert, dann wird das groß werden. Wenn ihr ins Reich Gottes investiert, dann wird es auf der Erde groß werden. Das ist, es gibt keine irgendwelche Wunder, ja, die passieren, dass plötzlich irgendwie Geld vom Himmel regnet oder dass plötzlich irgendwie, wenn du jetzt in ein Land investierst und da können halt 5 Leute dann vollzeitlich missionieren, dann passiert da mehr, als wenn da nur einer missionieren kann oder keiner missioniert. Ja. Die Steine werden noch nicht schreien. Geld. Das ist ein Thema neben Politik und Religion, was man normalerweise nicht so anschneidet, wenn man irgendwie mit jemandem in der Kneipe sitzt oder mit jemandem auf der Arbeit mal zu Mittag spricht. Und doch ist es ein Thema, was einfach super fundamental ist. Und wir wollen ja Klartext hier zu Lebensfragen reden und von daher werden wir natürlich auch über Geld reden, weil sonst können wir es auch gerade sein lassen. Und wir merken, dass es eine Lebensfrage ist, denn es kam auch von euch, ja, diese Bitte. Ja. Einfach, dass wir das Thema Geld und Besitz mal biblisch beleuchten. Das hat jemand von euch in den Kommentaren geschrieben. Und uns ist gerade aufgefallen, dass, als wir das jetzt so besprochen haben, dass wir gesagt haben, wow, da müssten wir eigentlich eine ganze Episode drüber machen, weil das ist so ein fundamentales Thema, genauso wie Beziehungen zum Beispiel oder auch, was ich, die Bibelauslegung und so weiter. Und es gibt auch super viele Stellen dazu, ne? Da zeigt man auch, wie Gott das erzählt, ziemlich wichtig ist. Ja. Ne? Jesus Christus hat mehr über Geld gesprochen als zum Beispiel über die Hölle oder über den Himmel. Ja. Von daher, weil er einfach auch wusste, dass da entscheidet sich sehr viel. Ja? Man sagt ja immer so, man kann viel labern, zum Beispiel in einer Firma oder so, aber die Zahlen, die sprechen halt die Wahrheit. Ja. Und das ist auch in der Gemeinde so, du kannst halt schön lächeln, du kannst dich mit jemandem schön unterhalten im Gemeinderaum, aber wenn du mal wirklich guckst, steckt jemand sein Geld hin, dann weißt du, wo der in seinem Herzen steht. Und wie wir das auch wissen, hat das der Herr auch genau gesagt. Und vielleicht gehen wir auch deswegen gerade mal zu der Stelle hin, wo der Herr darüber spricht. Matthäus 6. Und wir hangeln uns einfach mal entlang. Ja? Das Video, was wir jetzt hier machen wollen, ist mal so anzureißen. Ja. Ja? Vielleicht mal so eine gewisse Stoßrichtung zu geben. Und dann kommt nochmal eine komplette Episode dazu. Also, gehen wir mal nach Matthäus 6. Bergpredigt, ja, sehr bekannte Verse eigentlich, ja, auch in der Welt von heute sogar noch. Und ich lese die einfach mal vor, so ein bisschen den Extrakt, ja, einfach, und die Details, da kommen wir dann noch in der Episode drauf. Matthäus 6, Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ja. Du willst da stehen bleiben? Ich glaube, da steckt so viel schon drin. Ja. Okay. Schon mal einfach so als Bibeltext jetzt. Ich meine, wir haben uns eben unterhalten und du hast gesagt, es ist wichtig, dass wir bei diesen Themen die generelle Stoßrichtung sehen. Ja. Ja, was will Gott uns einfach damit sagen? Was machen diese Verse, was bewirken die bei dir? Also was es bei mir bewirkt, das ist, dass ich einfach denke, dass was der Herr da gesagt hat, das ist so wahr. Ich bin ja im Unternehmertum unterwegs und ich liebe das ganze Thema Sachen aufbauen. Geld interessanterweise nicht so. Ja. Ja, das interessiert mich wirklich nicht so stark, weil ich, was Geld angeht, das auch in meiner Firma zum Beispiel, ich manage das nicht. Aber ich habe mir jetzt letztens mal gedacht, wenn man immer sagt, ich habe so für mich gedacht, na, Geld ist eigentlich nicht so mein Problem. Ja. Ich weiß ziemlich stark, wo meine Probleme liegen. Habe ich immer gedacht, vielleicht ist es dann gerade, kann das ein Problem werden. Ja, muss halt unheimlich aufpassen, wenn man denkt, da habe ich kein Problem. Habe ich eine Andacht gelesen. Ja, deswegen muss man da sehr aufpassen, deswegen gehe ich mal davon weg, immer zu sagen, ja, Geld ist eigentlich nicht mein Problem. Ja. Gut, aber ich habe kein Problem eigentlich deswegen auch über Geld zu sprechen. Ich finde es ein sehr wichtiges Thema und was mich mehr interessiert sind so, was Leute aufbauen, so Firmen und so weiter, diese Sachen, das interessiert mich halt mehr, so Unternehmertum. Und was der Herr gesagt hat, das fasziniert mich einfach. Warum? Weil man das doch überall sieht, dass Unternehmer, die fangen an, die bauen was auf, die legen sehr, sehr viel Zeit in das, was die machen. Da investieren die sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Energie und so weiter. Mhm. Und wenn die einmal zu dem Punkt gekommen sind, dass die leben können, und was hat der Herr gesagt? Wenn du ein Haus hast, wenn du zu essen hast, wenn du Gesundheit hast, dann sollst du dich damit begnügen. Ja. Ja? 1. Timotheus 6 zum Beispiel auch, was die Reichen und so weiter angeht. Und es ist genau das, was man sieht in der Welt. Dass sobald jemand das dann irgendwann gepackt hat, der hat eine Firma und er hat alle so die Sachen, die man so ungefähr braucht, mit ein bisschen Plus noch dazu. Was fangen die an? Die drehen sich um und gehen ideellen Sachen nach. Die fangen dann irgendwann an, mit irgendeiner Foundation zu machen, gegen Krebs und so weiter. Ja.
Und du denkst dir, wow, was der Herr gesagt hat, war genau das. Ja? Es gibt ja diesen Vers auch im Alten Testament, gib mir weder Armut noch Reichtum. Ja. Das, also Armut ist schlimm, natürlich, auch für uns Menschen. Aber Reichtum ist auch schlimm, das hat er ja auch gesagt. Mhm. Und vor allen Dingen sagt der Herr, was du machen sollst, ist, du sollst nicht dir Schätze sammeln hier auf der Erde. Wir wissen, dass Leute, die viel Geld haben, die haben total viele Sorgen. Ja. Geld zu, nämlich zu managen, ist total schwierig. Ich hab mal anstrengend. Buch, ich habe mir mal ein Buch gekauft, 100 Tipps, glaube ich, wie du reich werden kannst. Hm. Richtig gut. Hm. Kann ich euch nur raten, lest euch das mal durch. Wirklich. Warum? Warum? Weil das liest du dir durch und es ist halt super ehrlich. Es ist so, okay, du wirst alle deine Freunde verlieren, zum Beispiel. Hm. Ja, klar. Und du kannst in die Welt gucken, ja, weil wenn du reich wirst, verlierst du alle deine Freunde, weil die super eifersüchtig werden und weil du halt arbeiten musst, 60, 70 Stunden die Woche, um das zu machen. So, dann gehst du das alles durch und das ist alles total logisch. Und wenn du das Buch durchgelesen hast, denkst du dir, okay, so wirst du reich. Und ich habe mir gedacht, und darauf habe ich keinen Bock. Und der Herr, also der Herr, was der Herr gesagt hat, ja, war genau das, sammelt nicht Schätze auf dieser Erde, werd nicht reich auf dieser Erde, geh dem nicht nach, sondern was er hier sagt, ist, wir sollen Schätze sammeln im Himmel. Also genau, die Parallele ist ja irgendwo, wenn ich das auch richtig verstehe, zu diesem Business, was du auch liebst in der Richtung, ja. Es geht letztlich schon um Bereich Investment. Ja? Ja. Wir haben was, wir wollen damit was machen. Ja. Und der Herr sagt auch, macht es ruhig. Ja? Seid so richtig ordentliche Investmentbanker. Ja? Hängt euch voll rein, nur auf der richtigen Bank. Ja, oder? Ganz, genau. Ganz genau. Ich verstehe. Und die Leute, was man von denen lernen kann, die du ja auch, glaube ich, mit denen du sympathisierst, auch von so ein bisschen kreativen, visionärischen Unternehmern, sind ja viele, die setzen ja auch relativ, nachdem sie eben was, ein bisschen Brot im Mund haben und ein Dach über dem Kopf, dass die sagen auch, ich setze auch alles auf eine Karte irgendwo. Ne? Ja, will, also, Hammer. Das, ja. Genau. Und dann fangen die halt an und investieren in ideelle Sachen, natürlich auf der Erde. Mhm. Und was der Herr sagt hier, ist, dass wir uns... Oder in so ein Raumfahrtprogramm für die Amerikaner. Ja, aber es ist ja halt sehr ideell. Er will ja zum Beispiel Elon Musk, wenn du jetzt darüber sprichst, der will ja auf den Mars gehen, um die Welt zu retten in der Hinsicht, weil wenn hier mal uns ein Meteorit auf der Erde trifft, dann ist das ganze Leben hier vorbei und dann gibt es keine Menschen mehr. Und wenn wir dann im Mars sind, dann haben wir eine zweite Chance auf dem Mars. Okay. So denken die halt drüber nach, ist halt abgefahren, aber... Und der Herr sagt eigentlich in der Schrift, in den Himmel investieren. Es gibt da ein ganz interessantes Beispiel, da muss ich jetzt drüber nachdenken, ob ich das gerade mal so schnell finde. Und zwar ist es Lukas 16 mit dem Verwalter, dem ungerechten Verwalter. Lukas 16 ist das. Da sagt er, dieser Verwalter muss weggehen. Mhm. Er muss weggehen aus seinem Job. Er hat das irgendwie einen schlechten Job gemacht und wir sehen, wenn wir das, ich weiß nicht, wie du das auslegst, aber man kann schon sehen, dass es auch, man kann den Vergleich machen, dass jemand stirbt. Ja. Ja? Weil er müsste hinterher, wird er aufgenommen in die himmlischen Hütten, ewigen Hütten. Ja? Wird jemand aufgenommen, also da sieht man, das ist mehr was Ideelles, der geht dann hinterher weg in die ewigen Hütten. Mhm. Das kann man vergleichen mit jemandem, der sterben muss. Mhm. Er sagt, dieser Verwalter hier in diesem Beispiel, der Verwalter muss dann weg von seinem Job und denkt sich, okay, aber mein Chef, der ist ja Verwalter von einem Chef, denkt sich, hey, die haben ja Schulden alle bei dem. Mhm. Wenn ich hinterher rausgeschmissen werde, dann kann ich doch jetzt denen noch die Schulden schnell erlassen. Dann sind die alle, finden die mich alle total cool. Genau. Und wenn ich dann hinterher draußen bin, dann habe ich halt viele Kumpels. Richtig. Und was er damit sagen will, das ist, wenn du mich fragst, ich lege das ja immer ziemlich biblisch aus. ich sehe das auch so. Aber mach mal weiter. Mhm. Eine Sache, die man damit erzählen kann, ist, dass der Herr sagt, benutzt euer Geld jetzt hier auf der Erde, um in Beziehungen zu investieren, die ihr dann im Himmel auch noch haben werdet. Die werden euch aufnehmen in den ewigen Hütten. Wir wissen nicht ganz genau, was passieren wird im Himmel. Es wird auf jeden Fall Räume geben, es wird unterschiedliche Arten von Positionen auch geben im Himmel und so weiter. Und jetzt investiert das in Leute. Warum? Weil wenn du dann im Himmel bist, ich sag manchmal so, das klingt dann vielleicht ein bisschen zu materialistisch, ist aber so, dass wir da oben halt vielleicht einen Kaffee zusammen trinken, dass wir Zeit zusammen haben, dass wir zusammen singen und jemand kommt und sagt, hey, auf der Erde haben wir das und das zusammen gemacht, ja? Oder ich wollte das und das machen, du hast in mich investiert, du hast Zeit für mich, zum Beispiel ein Sonntagsschullehrer oder irgendwie hat ein Kind investiert und du sagst, das ist jetzt mal Zeit oder auch Geld in irgendein Projekt, ich war da in Afrika gewesen und du hast mir halt Geld gegeben und so weiter, dadurch konnte ich das machen, hey, jetzt lass uns einen Kaffee trinken und ich rede, und dann hat man halt diese Gemeinschaft da oben, ja. Und das ist einfach genial. Das ist in sich, wenn du, ich mal sagen, du hast genug zu essen, du hast genug zu trinken, du hast ein Haus über dem Kopf,
du bist gesund und so weiter. Und dann, wo investierst du? Du bist ein Investor. Wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Gehalt hast von 3.000 im Monat zum Beispiel, du kommst wahrscheinlich, kommst über die Runden mit 2.000. Mhm. Dann hast du 1.000, womit du investieren kannst. Weil der sagt, du bist jetzt ein Investor. Genauso wie die Großen, die oben irgendwie an der Börse sind, die investieren halt zum Beispiel in Sachen vielleicht gegen Krebs oder wollen hier irgendwie ein neues Medikament Absolut. Entwickeln und so weiter. Aber du bist auch ein Mini-Investor. Du kannst sagen, okay, da gebe ich jetzt was hin und da gebe ich jetzt was hin. Und du hast voll die Macht. Es gibt total viele Leute auf der Erde, die haben diese Macht nicht. Warum? Weil die gerade so über die Runden kommen. Die haben nichts übrig. Ja, das zeigt auch, dass einfach Gott es auch so vorgesehen hat. So hat er einfach die Schöpfung, die Mechanismen reingelegt, dass manche Sachen sind auch durch Geld erst möglich. Ich sag mal, ja. Also zum Beispiel eine Familie in ein bestimmtes Land fliegen, wo sie eine Missionsarbeit macht oder dahin zu, oder daraus zurückkommen, da muss sie einfach ein Ticket bezahlen. Ja? Das ist, braucht man Geld. Ja? Um irgendein christliches Projekt zu machen, ob es eine Jugendarbeit oder ist, so allein einen Raum zu mieten und so, du brauchst einfach Geld dafür. Also klar. Gott benutzt, macht nicht immer so und dann ist auf einmal das alles da, sondern er benutzt ganz klar, benutzt er die Christen, dass die wie so Rädchen zusammenarbeiten. Der eine gibt was, für den anderen wird was möglich. Ja. Ja? Und ich fände das so schön, wenn wirklich, stellen wir uns das so vor, wir sitzen im Himmel zusammen und jemand sagt, danke, dass du damals, als du studiert hast, die 50 Euro gegeben hast, ja, für diese Jugendarbeit, deshalb konnte ich noch in das Camp kommen und ich habe was kennengelernt, was mein Leben verändert hat. Ja. Danke. Ja? Ja, ich finde das also Wahnsinn. Und ich möchte daran anschließen, was du eigentlich von Lukas 16 sagst. Da gibt es einen Bibelvers, der das exzellent auslegt. Die Bibel legt sich ja selber auch wirklich am besten aus. Mhm. Und das steht in 1. Timotheus 6, da wird gesagt, dass wenn man freigebig ist, und das meint das eben auch, ja, dass wir auch unser Geld, unser Besitz, natürlich auch unsere Zeit, aber wir sind jetzt auch beim Thema Geld, wenn wir das weitergeben, 1. Timotheus 6 steht dann Vers 19, oder mitteilsam ist auch so ein Wort, was tut man dadurch? Indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Ja, und das ist es. Dieser Verwalter hat gesagt, pass auf, ich habe eine Zukunft. Mhm. Und ich sammle mir jetzt eine gute Grundlage für das, was mal kommt. Mhm. Und der Herr sagt ja nicht, es ist gut, mit Geld ungerecht umzugehen. Er will, die Message bei diesem Gleichnis ist ja ganz klar, der hat weitergedacht. Mhm. Der hat nicht nur in diesem kleinen, begrenzten Kosmos gelebt, hier in der ersten Schöpfung. Jetzt kommen wir auch wieder, das wollen wir auch gerne öfter jetzt machen, wieder auf die großen lehrmäßigen Zusammenhänge. Guckt euch wieder zum Beispiel das Crosspaint-Video Römer-Reihe an und andere, wo wir gesagt haben, dieser Lebensraum von Adam, das ist nicht, was Gott jetzt irgendwie besser macht, sondern Gott hat eine Auferstehungswelt geschaffen. Ja. In Christus sind wir gestorben und gehören woanders zu. Ja. Das ist doch ganz klar, das ist unsere Zukunft. Das ist das wirkliche Leben. Ja. Da herrscht die Gnade. Und da rein sollen wir jetzt investieren. Denn da, und das ist das Herrliche, da sind... da ist ein Klima herrscht da, wo nichts verwest. Ja? Ja. Ich sehe, was ich mir kaufe, das verrostet irgendwann, das funktioniert. Du musst jetzt ein neues Kochfeld kaufen, das andere ist kaputt. Ja, es geht kaputt. Ich brauche natürlich auch ein Kochfeld, das muss ich jetzt einfach kaufen. Ja, das können wir keine Suppe warm machen. Aber du merkst einfach, diese Sachen sind alle der Vergänglichkeit unterworfen. Und der Herr verspricht uns, die 50 Euro, die 500 Euro, die 5000 Euro, die du benutzt, um in dieses himmlische, in den himmlischen Bereich zu investieren, den Schatz im Himmel zu sammeln, da verwelkt nichts. Das ist auch eine große Hoffnung für uns, finde ich, wo wir euch ermutigen können, einfach der Sache gehorsam zu sein. Mhm. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist aber ziemlich businessmäßig gedacht. Ja, ich möchte dir vielleicht zeigen, warum das die Bibel auch genauso lehrt. In Galater 6, da sehen wir, da wird gesagt, Galater 6, Vers 6, wer in dem Wort unterwiesen wird, teile auch von allem Guten dem mit, der ihn unterweist. Danach kommt der Vers, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Nun, was hier gesagt wird, ist, dass die jemanden geistig unterweisen, dass die anderen eine Gebschuld haben, den zurück. Worüber wir jetzt gesprochen haben, war jetzt mehr Investment, selbst in Dingen, wo du eigentlich keinen Nutzen von hast. Wenn jetzt irgendjemand nach Afrika geht, habe ich ja keinen Nutzen davon direkt. Ich investiere aber trotzdem in den. Aber hier wird ganz klar dieser Mechanismus gezeigt, es ist genauso wie im Business. Früher war das halt der Acker, ja. Da hat jemand gesät und dann kam eine Ernte daraus. Gott sagt eigentlich, das ist ganz logisch, Leute. Wenn ihr in die Firma so und so investiert, dann wird die groß werden. Wenn ihr in das und das investiert, dann wird das groß werden. Wenn ihr ins Reich Gottes investiert, dann wird es auf der Erde groß werden. Das ist, es gibt keine irgendwelche Wunder, ja, die passieren, dass plötzlich irgendwie Geld vom Himmel regnet oder dass plötzlich irgendwie, wenn du jetzt in ein Land investierst und da können halt 5 Leute dann vollzeitlich missionieren, dann passiert da mehr, als wenn da nur einer missionieren kann oder keiner missioniert. Ja. Die Steine werden noch nicht schreien. Ja. Ja? Und dann kommt dieser wirklich wichtige Vers, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten.
was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wir sagen öfters, das hat was mit Sünden oder so weiter zu tun. Das stimmt auch, das ist ein genereller Satz. Aber hier ist es halt ganz speziell getrimmt auf das Geld einfach. Ja, das Geld und das, was, wie wir investieren in das Reich Gottes. Und das ist, wir wollen es einfach mal von der positiven Seite einfach zeigen. Einfach zu sagen, es ist so eine Chance, die wir haben. Vor allen Dingen du, der du das Video erzählst, du hast wahrscheinlich so viel mehr Geld als jemand, als der normale Mensch auf der Erde. Ja, und wir können jetzt schon weise sein. Und es ist auch für uns auch ein Challenge. Total. Das müssen wir einfach mal so sagen. Wir werden noch mehr in die Details gehen in anderen Videos, wie das ist mit dem Besitz. Und wir kommen auch auf andere Sachen zu sprechen, wie die am Anfang der Gemeinde, wo die dann alles gemein hatten und so. Ja, das ist, wir müssen das nicht zu viel verraten. Ich will da vielleicht auch noch ein bisschen, das wäre jetzt geschickt, das wäre auch wieder Investment. Ich muss aber wirklich sagen, bei Matthäus 6, da gibt es auch noch was ganz Geniales, was in den Versen drinsteckt, was wir überhaupt nicht gesprochen haben jetzt. Ja? Nur in den drei Versen, das kommt dann in der Episode. Und viele andere Dinge über dieses riesige Thema Geld, Besitz, wie gehen wir damit um? Das stellt uns wirklich zuallererst am Pranger. Wir wollen es auch nach Hause fahren nach der Videoreihe und uns für den Herrn fragen, wie können wir das wirklich umsetzen. Wir wollen aber euch ermutigen, dass ihr euch da nicht vom Mainstream mitreißen lasst, wie das heute so geworden ist. Jeder lebt für sich, auch mit seinem Geld. Wir werden ziemlich schnell verklemmt, ja, wenn es an unser Portemonnaie geht. Aber das sollte nicht so sein bei uns Christen. Lass dich ermutigen und wir freuen uns, wenn du dann auch bald die Episode zu sehen bekommst und da auch richtig dabei bist. Ja? Alles Gute dafür. Bis dann, ne? Ciao.